Hier im virtuellen Chaosstudio Hamburg treffe ich Manuel Atuk alias Honkhase. Er hält uns den hochinteressanten, ja, hochbrisanten Vortrag Krieg in der Ukraine, Bomben statt Cyber oder ist der Cyberraum selbst ein Kriegsschauplatz? Dieser Vortrag wird gleichzeitig im Internet übertragen. Liebe Radiohörende, gestattet deswegen noch die folgende Ansage. Moin Moin und willkommen zum Chaosstudio Hamburg an Tag 2 des DIVOC 2022 Bridging Bubbles. This talk will be held in German. For those of you who would like an English translation, please go to the bottom line of this video frame that are you looking at us right now. There is a menu item to choose your preferred language. The item is called Native, and it's located to the left of a menu item to adjust the volume. Für Fragen aus dem Publikum haben wir mehrere Möglichkeiten und Kanäle vorgesehen. In der Programmankündigung zu diesem Talk findest du einen Link zum Q&A, zum Question and Answer Pad, in das du deine Fragen schreiben kannst. Wechsle gegebenenfalls vorher in den Edit-Modus. Den Hashtag für Twitter und Mastodon bzw. auch den Link in den IRC findest du hier im Videoframe im Tab Chat. Unsere freundlichen Signal Angels sammeln die passenden Tweets bereits während des Talks ein. Im Anschluss an diesen Vortrag kann der Vortragende so darauf eingehen. Manuel Atuk ist Diplom-Informatiker und Master of Science and Applied IT Security and Engineer. Unter dem Namen Honkhase ist er in Hackerkreisen bestens bekannt. Seit über 23 Jahren ist er in der Informationssicherheit tätig und befasst sich mit den Themen Kritis, Hackback, Ethik und Katastrophenschutz. Honkhase ist Gründer und Sprecher der unabhängigen Arbeitsgruppe Kritische Infrastrukturen, AG Kritis. Honkhase selbst ist gerade in Ägypten. Deswegen spielen wir jetzt erst einmal ein Video von ihm ein. Anschließend ist er uns live zugeschaltet und wird all eure Fragen aus dem Q&A, aus dem Question and Answer Pad beantworten. Hallo zusammen, willkommen bei der DIVOC Bridging Bubbles zum dritten Mal als Ersatz für Sister Hack. Heute geht es um Putins Krieg in der Ukraine, Bomben statt Cyber. Ich gebe euch mal ein bisschen Überblick über Cybersicherheit, über kritische Infrastrukturen, über Bevölkerungsschutz in Kriegszeiten. Ja, natürlich bin ich da kein Kriegsexperte, aber das mit diesem Cyber, den kritischen Infrastrukturen und dem Bevölkerungsschutz und dem Katastrophenschutz, da mache ich ja hier und da so Dinge aus Gründen und so. Legen wir also gleich mal professionell angepisst los in der Hasenohren Edition. So. Was wurde jahrelang von schöne PowerPoint-Folien malenden Cyberwar-Crackern hochgepriesen? Sabotage kritischer Infrastrukturen als militärische Cyberoperation im Hybrid Warfare. Ey Leute, Cyberwar ohne Ende. Kritische Infrastrukturen werden weggecybert, überall, auch in Deutschland, weil es massive Cyberangriffe gab. Oder doch nicht? Was sehen wir denn im Krieg gegen die Ukraine? Das BMI bezeichnet das als massive Cyberattacken, was wir da gesehen haben. Erwähnt werden dann halt so Cybergeraffel wie Website-Defacements, DDoS-Angriffe, Datenleaks, dies, das. Echter taktischer und gezielter, langanhaltender Cyber-Cyber-Ausfall von Kritis in zum Beispiel Kommunikationssystemen, Wasser oder gar ein Blackout? Naja, Mangelware. Zum Glück, ja. Aber der Kasat-Angriff führte zum Beispiel als Kollateralschaden zum Ausfall mehrerer 10.000 Satellitenmodems in ganz Europa. Allein 5.800 Windkraftanlagen, die daraufhin in den Automatic Safety Mode gegangen sind, um weiter zu produzieren. Fernwartung ging aber dann nicht mehr. Aber wer benutzt die vielen anderen Modems? Naja, ukrainisches Militär und die dortige Polizei, ja, die waren ja das Angriffsziel, wurden ja auch offensichtlich eine halbe Stunde oder so außer Betrieb genommen. Aber was haben wir denn noch an Kollateralschaden gehabt? Zum Beispiel ELW2,
Ja, richtig. Führungsfahrzeuge, die zur Führung und Koordination von taktischen Einheiten der Feuerwehr, des THW, der Polizei und anderen Hilfskräfte dienen. Bei größeren Einsätzen kann ein Einsatzleitwagen 2 halt eine Einsatzleitung beherbergen und unterstützen. Satellitenuplink als Fallback-Kommunikation in Katastropheneinsätzen. Ja, manche halt erst einmal bis zum Austausch des Modems nicht mehr. Im Ahrtal wäre das ein Problem geworden, da dort keine Botenkommunikation mehr vorhanden war. Ja, durch die Naturkatastrophe einfach mal alles weggerissen. Die Störung durch diesen offensiven Angriff selber war eben kurz- und nicht langanhaltend. Der Kollateralschaden allerdings immens, langanhaltend. Ja, der Austausch der Modems dauert ja durchaus mehrere Wochen. Und auch außerhalb des Kriegsgebiets, sogar im Ausland, also in Deutschland, vorhanden. Aber okay, was sehen wir denn wirklich von diesem massiven Cyberwar? Den Cyberwar auf bunten PowerPoint-Folien von Militärberatern und Wirtschaftsprüfern sowie der Rüstungsindustrie, ja, absichtlich männliche Form gewählt, und der ethisch sehr früh sehr falsch abgebogenen IT-Sicherheitsproduktanbietern als den ultimativ offensiven Weg, wie sich alle Nationen gegenseitig im digitalen Raum wegcybern, Hackback lässt grüßen. Hier Stille einfügen und Strohballen vom Wind über die Straße rollen lassen. Nee, wir sehen nämlich Waffen gegen Menschen gerichtet und wir sehen Bomben und Raketen, die Kraftwerke und Wasserwerke in Ukraine nachhaltig zerstören. Wir sehen Bevölkerung, bei der deswegen kein Strom und Wasser mehr aus der Leitung kommt. Bunte PowerPoint-Folien von Beratern, die seit Jahren den Cyberwar erklären und den Hackback herbeifabulieren. Die Realität sieht leider anders aus. Aber so ist das mit KI, Blockchain, Hackback, Cyberwar, bunten Folien, die einem alles versprechen. Einfach alles. Ein bisschen wie Scam und Phishing, findet ihr nicht? Und warum ist das so? Naja, weil das als alter weißer Verantwortlicher toll klingt, wenn man die Technik und den Cyberraum als Ganzes nicht kennt. Auch hier absichtlich männliche Form gewählt. Aber wie genau sähe so ein lang anhaltender Angriff auf eine kritische Infrastruktur aus und was kann eigentlich passieren? Naja, Stuxnet hat es quasi 2010 in der Urananreicherungsanlage Natanz vorgeführt. Ja. Geschickte Orchestrierung und Manipulation der Industrial Control Systems und SCADA-Komponenten sowie der Human Machine Interfaces in der Prozessleittechnik sind erforderlich. Und ein jahrelanges Ausforschen der Zielumgebung mit nachrichtendienstlichen Erkenntnissen und Ressourcen aus USA, Israel und anschließend noch einem niederländischen Wissenschaftler eingeschleust als Spion vor Ort, der den USB-Stick einsteckt. Offenbar war auch ein 1:1 Nachbau der Anlage in der Halle nötig. Da war er wieder, Putin, der persönlich diese fiesen Cyberwar-Datenpakete beritten nach Deutschland bringt, als Lead-Hexer auf dem Pferd. Ja, lol, ey. Und selbst wenn ein cyberphysischer Angriff so geplant wird, dass zum Beispiel die Prozessleittechnik in der Rohrleitung mit gasgemischten Überdruck erzeugen sollte und die Safety-Abschaltung, weil IP-fiziert und digitalisiert, manipuliert wurde, wenn du da ein mechanisches Überdruckventil installiert hast, hat es sich nicht weggecybert, sondern ausgecybert. Ja, Druckausgleichsventile machen einfach mal, dass das alles völlig belanglos ist. Dicke Folien, aber nichts dahinter? Ja, offensiv, aber auch nichts dahinter, außer Kollateralschäden. Defensive und Safety, well, verdienen eigentlich alle den Balls of Steel Award Style, ja? Sind aber eher unbekannte Helden. Denn Prävention, liebe Leute, ist halt nicht sexy. Zodele. Jetzt wisst ihr also, wie ein gezielter, lange anhaltender Ausfall von Kritis unheimlich schwer ist. Aber Kollateralschäden, ja, die sind sehr realistisch und können nicht vorher kalkuliert oder in der Risikoanalyse berücksichtigt werden, dann könnte man sie ja verhindern oder in Kauf nehmen. NotPetya hat das vor einigen Jahren eindrucksvoll gezeigt. Ja. Aber das geht natürlich nur bei einem kleinen, überschaubaren, nicht bei Ausfall von Kritis in Bündnisländern oder bei der eigenen Bevölkerung als Upsi, kann ja mal passieren oder Upsi, haben wir gewusst, aber Kollateralschäden, also der bei euch dann jetzt passiert ist, ist halt einkalkuliert gewesen. Hey Leute, wir leben immer noch nicht in Hollywood, wo man 5 Minuten auf der Tastatur rumklimpert und der Ladebalken auf 100% geht.
Machen wir uns aber nichts vor. Ich spreche vom Jetzt und Hier. Ja? Von lang anhaltenden Ausfällen bei Kritis durch cyberphysische Auswirkungen. Die Digitalisierung bei Kritis macht nicht Halt. Ja? Sie ist sehr langsam und eher in Jahrzehnten als in Jahren zu sehen, aber sie kommt und kommt auch kontinuierlich. Und das ist sogar sinnvoll, weil durch Prozessautomatisierung mehr Menschen versorgt werden können. Und wenn es nur dadurch ist, dass die Produktion durch die Automatisierung günstiger geworden ist und nicht nur, weil dadurch die produzierten Mengen mehr werden und alle versorgt werden können. Denn eins müssen wir dabei bedenken, dann müssen weniger Menschen an Wassermangel leiden. Wir haben halt leider viel zu viele Menschen weltweit, aber auch in Deutschland, die am oder unter dem Existenzminimum leben. Denkt dabei auch an die bitte und nicht relativieren. Okay, aber sagen wir mal, der unwahrscheinliche Fall eines Druckabfalls würde eintreten. Putin ließe Kritis in Deutschland erfolgreich langanhaltend ausfallen. Massiv vereinfacht, unrund, realistisch, aber hey, wir spinnen das Szenario mal gepflegt durch. Wohl eher wegen NATO Artikel 5 kein wirklich sinnvoll klingendes Ziel für Putin, einen Bündnisfall auszulösen, weil er erfolgreich Kritis in Deutschland angreift und es danach Tote gibt. Außerdem sind Cyberangriffe ja nicht nur eh schon so kompliziert und enthalten so viel Kollateralschäden, die man nicht vorhersagen kann. Ey, Putin müsste doch faktisch teilweise die Datenpakete noch persönlich vorbeibringen, weil große Teile von Deutschland in funk- und netzfreien Arealen existieren. Aber worum sollte es uns bei Kritis in Deutschland wirklich gehen? Die echte Frage ist doch eine ganz andere. Und welche? Naja, salopp. Kommen morgen für die Bevölkerung noch Strom und Wasser aus den Leitungen? Wenn nein, warum eigentlich nicht? Dem Strom ist es egal, ob er weggecybert wurde, ob er einer Naturkatastrophe unterlag. Das Ahrtal lässt traurig grüßen. Ich denke an dieser Stelle an die knapp 200 Toten. Und Kritis? Naja, gucken wir mal auf die Ahrtalbahn. Wird bis zum Beispiel 2025 brauchen, um den alten Stand wieder hinzubekommen. Was bräuchten wir also? Hackback? Vergeltungsschläge, wenn der Hack passiert ist und wir ein Backhacking machen? Ja, nee, nicht, danke. Bitte gehen Sie weiter, Ihre Folien sind hier nichts zu sehen. Aber was bräuchten wir denn dann wirklich? Naja, wir bräuchten die Kombination aus BBK und BSI, Bundesamt für Bevölkerungsschutz in der Katastrophenhilfe und Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Also die ideale Kombination aus physischer und Cyberresilienz, also der Widerstandsfähigkeit der kritischen Infrastrukturen gegen alle Arten und Formen von Gefährdungen und Bedrohungen. Viele Maßnahmen dazu sind übrigens sehr ähnlich, in der Prävention wie auch in der Reaktion. Es sind nämlich nicht die krassen Hacks von den krassen Hackers, und Lifehacks und Life-Pentests und Hackbacks und Cyber-Cyber und überhaupt. Nö, braucht es einfach nicht. Bitte gehen Sie weiter, Ihre Folien sind hier nichts zu sehen. Ja. Aber ist denn jetzt der Cyberraum kein Kriegsschauplatz, fragt ihr euch vielleicht. Sagt der Herr Haase dazu? Ja doch, klar ist er das. Aber so, wie es im Krieg schon immer war, Information Warfare als quasi Hybrid Warfare Primärkomponente, Propaganda, Fake News, Spionage, die sind jetzt eben auch im Cyberraum zusätzlich zu außerhalb dessen dazugekommen. Das sind alles altbekannte Militärtechniken, die jetzt eben auch unseren von allen gemeinsam genutzten Cyberraum dafür erschlossen haben. Ja genau, den einen von und für uns alle. Es gibt halt nur den einen Cyberraum. Ein konventioneller Krieg mit Waffen und Raketen und Bomben, ja, in der Ukraine mag vielleicht bedeuten, dass Putins kinetische Wirkmittel nur in der Ukraine einschlagen und die Bewohnerinnen oder Bevölkerung tatsächlich flüchten müssen, während wir 200 Kilometer weiter ein Latte Macchiato schlürfen mit Hafermilch auf Eis. Noch etwas Wunderbares hat dieser Cyberraum bewirkt, darf man auch nicht vergessen. Dass wir ständig neue Informationen aus der Ukraine erhalten und das Geschehen nicht im Stillen vor sich hin passiert. Die Welt kann nur deswegen so intensiv hinschauen und alles beobachten. Kritis, Sektor IT und TK halt, zwinker Smiley. Aber wir müssen eben auch mit den Fake News und der Propaganda umgehen lernen.
Das ist noch ein sehr komplexes Kapitel, das wir adressieren müssen. Ja. Das ist halt alles gar nicht so einfach, denn wer sich die beteiligten staatlichen und nichtstaatlichen Akteure, schauen wir uns die mal an, wer ist das in diesem einen Cyberraum? Naja, wir haben da Militär und damit Cyberkombattanten. Wir haben Geheimdienste und die können überall dahinter stecken. Wir haben Cybercrime wie Ransomware und Co. Conti lässt grüßen, ja? Die übrigens auch mit dem Geheimdienst offenbar gemeinsame Sachen machen in Teil. Kritische Infrastrukturen inklusive dem Staat und der Verwaltung. Wir haben Wirtschaft drin, wir haben Wissenschaft drin, wir haben Forschung drin, wir haben die Zivilgesellschaft drin. Und die teilt sich sogar nochmal auf in die Bürgerinnen, in die ethisch noch nicht ausgereiften Jugendlichen, die halt noch ein bisschen Formung in der ganzen Moral brauchen. Destruktive Cyber-Hooligans, die irgendwie einfach nur Randale machen wollen, unterm Stein hervorkommen und sagen, ich hack euch alle weg. Ja? Hauptsache zerstören. Aber auch sowas wie Hacker-Kollektive, wie zum Beispiel Anonymous. Ihr seht, das ist ein extrem buntes Feld. Aber haben wir jetzt wirklich wirksame Gegenmaßnahmen und wie sehen geeignete Maßnahmen aus? Naja, bunte PowerPoint-Folien sind es schon mal nicht. Ja. Lead Hacksaw, Offensive Hackers, à la Hackback, Cyberwar, Cybergeraffeldings. Ja, offenbar auch nicht. Was bleibt denn dann übrig? Ja, genau. Herr Hase wird wieder langweilig. Ja. Die Basissicherheitsmaßnahmen wie Backup und dokumentierte, ordentlich gelebte IT-Sicherheitsprozesse. Langweilige Sicherheitsmaßnahmen wie zum Beispiel der zufällig ausgewählte BSI-Grundschutz. Der Zufallsgenerator sagt 4. Alle kennen ihn, aber keiner will ihn komplett umsetzen. Alle wollen Wiederherstellung, aber keiner will Backups. Es sind aber die defensiven Menschen, die Cyberresilienz aufbauen. Ingenieure, IT-Security-Expertinnen, geschulte Administratorinnen, Menschen, die tätig sind in den CERTs, in den Computer Emergency Response Teams und Security Operation Centern. Oder wenn die Einsen umfallen, schnell dafür sorgen, dass sie wieder aufgehoben und aufgestellt werden in der Digital Forensics und Incident Response, D4. Und sich bei first.org tummeln auf den Veranstaltungen oder im BSI-Zertbund tätig sind. Wir brauchen also mehr Resilienz. Cyber-Resilienz. Und ja, das ist machbar. Gehen wir also die langweilige IT-Sicherheit an. Was bräuchten wir darüber hinaus? Naja, ganz zufällig sagt der Generator schon wieder 4. Was ein Zufall. Na, THW haben wir schon. Ja, einige wissen, was jetzt schon kommt. Und wisst ihr was? Es freut mich, ehrlich. Die Botschaft ist also längst angekommen. Das ist cool. Aber für die, die es noch nicht wissen. Ergänzend bräuchte es nämlich zur Reaktion Cyberhilfswerk. Die AG Kritis hat das als Konzept 3 Jahre lang, auch mit Workshops zusammen mit dem BBK, BSI und CCC, danke an dieser Stelle nochmal für die großartigen Inputs, erarbeitet, 3 Jahre erarbeitet und Anfang 2020 veröffentlicht. Ist also jetzt schon 5 Jahre alt, das Konzept. So langsam kann es laufen und es flügge. Die Zivilgesellschaft könnte also die Reaktion bei Cyber-Großschadenslagen ideal ehrenamtlich ergänzen in der Zukunft. Mit all dem vielen Know-how zu Industriesteueranlagen, zu Prozessautomatisierung und auch Erfahrungen aus dem Leitstand von Kritis, den Schutz der Bevölkerung durch die Bevölkerung leisten. Wie aus der Sicherheitsforscherinnen-Community, andere Wissenschaftlerinnen und Zivilistinnen und die Rentnerinnen, die jahrelang in Kritis tätig waren und umfassend Know-how haben, interessierte technikbegeisterte Junghacker und Hexen, so viel derzeit ungenutztes Potenzial. Die AG Kritis hat viel Zuspruch und Anfragen von diesen Gruppen erhalten, bei einem Cyberhilfswerk mitmachen wollen zu dürfen. Der Bedarf ist da, der Wunsch und die Hilfe ist auch da, das Know-how ist da. Wir könnten alles absichern, sodass wir es in Zukunft präventiv sicher bekommen und reaktiv sofort wirken, wenn wir sehen, es gibt eine Bedrohung und wir können dagegen steuern. Im Koalitionsvertrag wurde es sogar im November 2021 aufgenommen. Ein Beginn der Umsetzung wäre halt großartig. Wir hoffen also, dass das Bundesinnenministerium auf die AG Kritis zukommt und wir können ehrenamtlich einen Organisationsaufbau eines CAW begleiten und beraten. Also, weg vom Cyberwar und offensivem Auf- und Ausbau zu echtem Schutz der Zivilgesellschaft durch den Schutz kritischer Infrastrukturen, egal ob im Krieg oder in Friedenszeiten. Ich habe fertig. Danke fürs Zuhören, viel Spaß bei den folgenden und sehr spannenden Vorträgen auf der CCC DEVOG Bridging Bubbles. Bis dann.
Lieber Honkhase, vielen herzlichen Dank für deinen Videoeinspieler, den wir gerade sehen und hören konnten. Ihr hört Radio Darmstadt, 103,4 MHz in Darmstadt, auf DAB Plus in ganz Hessen und im Internet über radiodarmstadt.de. Ihr hört die Sendung C-Radar, Website c-radar.de. Wir übertragen heute für euch live einen Vortrag des DIVOC, des digital verteilten Online-Chaos, auf der Website di.c3voc.de. Könnt ihr mehr darüber erfahren. Unser Speaker Honkhase ist selbst gerade in Ägypten. Nun ist er uns live zugeschaltet und er wird nun eure Fragen aus dem Q&A, aus dem Question-and-Answer-Pad beantworten. Wir nehmen eure Fragen auf und ihr findet den Link zu diesem Pad in der Programmankündigung zu diesem Talk. Lieber Honkhase, willkommen und ich winke dir nach Ägypten zu. Du sitzt entspannt am Pool und hast doch gerade einen Vortrag gehalten, der, wenn man ihn in der Tiefe sacken lässt, irgendwie einen doch schaudern lässt. Ich habe die erste Frage. Neben der schlechten Internetversorgung in D im Vergleich zu deiner Leitung nach Ägypten, wie können wir eigentlich mehr Resilienz, mehr Medienkompetenz und mehr gelernte Cybersicherheit in der Bevölkerung erreichen? Also nicht nur gegen Emotet und Co., sondern, wie du es gesagt hattest, auch gegen moderne Spionage 2.0. Ja, hallo erstmal. Das ist eine sehr umfassende Frage, die eigentlich schon drei Fragen beinhaltet, weil Resilienz, Medienkompetenz und gelernte Cybersicherheit und dann noch Spionage 2.0, also eigentlich schon vier Fragen. Okay, versuche ich mal auf alles vier einzugehen. Also, wie bekommen wir mehr Resilienz hin? Das ist ja nicht so, dass man irgendwo einen Knopf drückt oder irgendwo eine Blockchain aktiviert oder eine KI und dann ist das schön, ja? Sondern Resilienz bekommt man insbesondere dann hin, wenn man sich Gedanken über die Kernfrage, die ich auch im Vortrag schon gesagt habe, macht und sagt, was sind die konkreten Bedrohungen und Gefährdungen gegen kritische Infrastrukturen? Wie können wir eigentlich die Frage sauber beantworten, kommt morgen noch Strom und Wasser aus der Leitung, ja oder nein? Und wenn wir Nein sagen müssen, weil es gäbe eine Bedrohung oder Gefährdung, dann müssen wir uns eben auch genau dieses Szenario anschauen, was ist die Bedrohung, was sind die Maßnahmen dagegen, wie wahrscheinlich ist der Eintritt, welche ganz banalen Maßnahmen kann man dagegen steuern, nämlich zum Beispiel diese Überdruckausgleichventile. Und insofern kann man Resilienz also nicht hinbekommen, indem man sowas wie Hackback oder aktive Cyberabwehr als im Prinzip doch Vergeltungsschlag nutzt und sagt, dann cybern wir jetzt zurück. Dadurch kommt ja nicht mehr Strom oder Wasser raus. Das ist ja erst im Nachgang, nachdem der Schaden entstanden ist. Resilienz ist also davor, es ist die Defensive. Es ist wirklich, ich sage immer Klammer auf, Cyber, Klammer zu, Resilienz, weil es ist egal, ob es weggecybert wird oder ob es wie im Ahrtal Naturkatastrophe reißt. Da kann man hinkommen, indem man zum Beispiel total banal diese Grundschutzanforderungen umsetzt, die Basisanforderungen, wo man schon viel IT-Basiswissen in die Systemlandschaft integriert und damit schon eine gewisse Resilienz gegen Standardangriffe hat. Und dann muss man eben auch gucken, ob man eben weitere Maßnahmen finden kann, mit denen man eben auch noch ein Stück resilienter wird. Und jedes Stück Resilienz heißt eigentlich auch mehr Stabilität in der Versorgungsleistung der Bevölkerung. Und da müssen wir eigentlich hin. Kommen wir zur Medienkompetenz. Die Medienkompetenz, wie können wir die erreichen? Ich glaube, ich habe mit Ihnen schon dreimal fusselig geredet, aber ich tue mir gerne nochmal Fussel und Quasselöl drauf und rede weiter. Nur zu. Seit Jahrzehnten versuchen wir zu sagen, alle Medienkompetenz geht ja nicht einfach so, sondern die muss in die Bevölkerung gestreut werden. Und das muss eigentlich schon anfangen, nicht erst im Studium, sondern in der Schule, vielleicht sogar Grundschule, aus meiner Sicht eigentlich sogar schon im Kindergarten. Das heißt, man muss den Kindern, den Schülerinnen heutzutage eigentlich schon zum frühestmöglichen Zeitpunkt beibringen, was bedeutet, medienkompetent zu sein, was bedeutet zu recherchieren, was ist eigentlich IT und IT-Sicherheit, wie geht man mit Algorithmen und Datenstrukturen um. Kinder, die das jetzt lernen würden, werden ja mit autonomen Fahrzeugen konfrontiert werden. Die werden mit Lethal Autonomous Weapon Systems,
irgendwie agieren müssen. Die werden sich vielleicht auch echte KI-Fragestellungen angedeihen lassen müssen, während wir noch mit Machine Learning und irgendwie fusseliger Ranz-KI, die irgendwie eigentlich nur Statistik ist, gerade aktuell agieren. Das ist also wirklich das, was man in der Medienkompetenz machen müsste. Und Sekunde, ich muss ja hier nochmal den Link wechseln. Der dritte Teil der Frage war ja gelernte Cybersicherheit. Weißt du, du sprachst ja von Spionage, also nicht nur Emotet, die ganze Malware, sondern quasi Spionage 2.0, also die alten klassischen Methoden, natürlich jetzt im Cyberspace, ich will nicht sagen neu erfunden, aber mit der neuen Technik ist das alte gleiche Spiel. Also wenn es um die Spionage geht, sieht es ja so aus, ich fand das ganz treffend, was mal ein hoher militärischer Beamter aus Niederlande gesagt hat. Er hat gesagt, naja, Spionage ist das zweitälteste Gewerbe der Welt. Das war für ihn völlig normal, dass Spionage immer und überall existiert. Wir haben ja auch in Situationen wie der DDR erlebt, wie krass Spionage sein kann. Und wir sehen aktuell, dass es, ich will jetzt nicht die DDR relativieren, aber aktuell noch viel gieriger in dieser Cyberspionage agiert wird, dass man Informationen gewinnt, Fake News verbreitet, Massendaten vorhält, was ja schon wirklich ein abartiges Ausmaß enthält. Man kann nicht mehr nur ein Telefon anzapfen, man muss irgendwie die Sprache sprechen, man macht automatische Transkripte, man zeichnet irgendwie alles auf, selbst verschlüsselte Verbindungen, kann die Jahre später, wenn man sie vorhält und der Schlüssel bekannt wird oder gebrochen werden kann, im Nachhinein auch darüber die Historie nochmal nachvollziehen. Das heißt, über den Cyberraum und diese ganzen IT-Möglichkeiten hat sich die Spionage, ich sag mal, zu einem Eldorado, ja, das Internet ist so ein wilder Westen und zum Eldorado dieser Cyberspionage-Glücksspiele irgendwie geworden und die arten völlig aus. Und da müssen wir tatsächlich was gegen tun, das ist ganz wichtig. Das sieht man auch in dem Ukraine-Krieg, da passiert sehr viel Spionage, Information Warfare. Wir haben keinen Cyberwar, wir haben eine Information Warfare, wir haben Fake News, wir haben Deep Fake News, wir haben jetzt ganz krass, wo ich Gänsehaut kriege, wie das selbst die Ukrainer nicht mehr sauber arbeiten und sagen, wir haben hier mehrere tausend Soldaten sozusagen per Face Recognition von Clearview AI identifizieren lassen. Und dass, haben die, dann den, dass die Wahrheit den, das erste Opfer in jedem Krieg sei, das war nie aktueller denn heute, ne? Genau, genau. Und dass man dann mit diesen Face Recognition Systemen auch noch hingeht und dann irgendwie die Witwen oder die Mütter ausfindig macht und sagt, hier übrigens ein Bild von deinem toten Sohn, der im Krieg gegen uns gefallen ist. Das sind ja Information Warfare und Psychological Warfare Strategien, die ja durchaus aus der Spionage, aus dem Geheimdienst, aus der Kriegsführung in dieser Richtung kommen. Und da muss man sich wirklich gegen aufstellen. Da gibt es natürlich verschiedene Methoden, insbesondere natürlich das Politische, die Diplomatie und das gemeinsame Miteinander. Vielleicht auch, und da referenziere ich ganz immer gerne auf den Cyberpeace und den Percepticon, dass wir auch so eine Art digitale Rüstungskontrolle quasi brauchen. Ja? Wie weit gehen wir da eigentlich in der Aufrüstung und wie weit gehen wir eigentlich in der Spionage? Wenn es überhand nimmt, wird es nicht mehr gesund. Du, genau diesen Fragenkomplex mal negativ aufgefasst, sind wir, ich beziehe das mal jetzt auf Deutschland, überhaupt in der Lage zu bestehen, wenn man sich die in Anführungsstrichen Fähigkeiten von russischen, gegebenenfalls amerikanischen, chinesischen Cyberattacken ansieht. Also Hackback klingt gut, aber irgendwie klingt das kaum realistisch, ist die Frage. Also Hackback klingt gut, aber das klingt auch nur gut, solange man halt auf bunten Folien von irgendwelchen Cyberwar-Jüngern irgendwie sich anschaut. Da klingt es nämlich toll, man hat das unter Kontrolle, alles ist schick. Die Realität sieht so aus, dass man eine Attacke gegen ein fremdes System niemals mit der hohen Gewährleistung angreifen kann, zu sagen, da passiert schon nichts, ich habe alles unter Kontrolle. Das wird aber ständig suggeriert. Das ist eine falsche Suggerierung, die klingt aber so toll. Es ist ja wie so ein Nigeria-Scam, ne? Und es klingt aber zu schön. Und in Wirklichkeit brauchen wir aber
andere Fähigkeiten. Wir müssen diese Attacken aufdecken, wir müssen dagegen steuern können, wir müssen sie ins Leere laufen lassen. Und da sind wir wieder bei der Resilienz. Wenn du resiliente Systeme hast, die gegen sowas widerstandsfähig sind, dann kommt so ein Angriff nicht durch und dann ist es halt langweilig für den Angreifer. Die Deutschen tun sich aber übrigens auch sehr aktiv in der Spionage. Und wir haben ja zum Beispiel im BND-Gesetz reingeschrieben, der BND darf jetzt ausländische Telekommunikationsdienstleister hacken. Das sind kritische Infrastrukturen. Wir machen das sogar per Gesetzeslage. Irgendwie fällt es mir schwer, mich darüber zu freuen. Aber die nächste Frage greift das tatsächlich auch auf, indem sie sehr hart formuliert auch, wäre es nicht empfehlenswert, einen konkreten Maßnahmenplan für Kritis herauszugeben, anstatt, wie es die DSGVO, alles sehr offen, produktneutral und individuell zu formulieren? Also ich sehe da zwischen den Zahlen ein bisschen die Frage, können wir uns diese Offenheit überhaupt noch leisten? Doch, müssen wir uns leisten und die sollten wir uns unbedingt leisten. Und ich verstehe den Gedankengang hier hinter. Ich habe Ende der 90er angefangen mit weltweiten Beratungen und Audits von kritischen Infrastrukturen und habe damals dann auch schon gesagt, diese Sicherheitskataloge sind alle viel zu ungenau, wir müssen viel konkreter und genauer und noch genauer werden und alles haarklein vorgeben. Das ist aber tatsächlich eigentlich eine schlechte Lösung. Das ist nämlich die Lösung für, wenn die gesamte Bevölkerung einfach mal digital ahnungslos ist, so wie wir es in Deutschland ja haben durch die mangelnde Bildungspolitik. Wir müssen die Leute auf den Kompetenzstand bringen und dann müssen wir eben auch formulieren, was ist denn das Ziel? Was wollen wir erreichen? Welche Schutzmaßnahmen sind sinnvoll? Und die Details müssen individuell vorgenommen werden, denn es ist immer ein individueller Mix von dem, was man braucht für die Bedrohungsszenarien. Würde ich jetzt in jeder kritischen Infrastruktur vorgeben, so ein Ahrtal-Szenario darf nicht passieren. Ja, alle, die nicht in einem Tal sitzen, da macht es ja keinen Sinn. Ja. Die würden das Geld da rein investieren, aber nicht in die Schutzmaßnahmen, die sie dann wirklich bräuchten. Weil wir haben ja gesagt, jeder muss in so ein Ahrtal-Szenario investieren. Und von daher muss man also diesen offenen Weg halten, um zu sagen, das, was deine Bedrohung und Gefährdung ist, die adressierst du bitte für deinen Standort. Und das, was für dich absolut keine Bedrohung und Gefährdung ist, ey, die kann dir Wumpe sein. Das ist ja auch nicht schlimm. Das ist völlig okay. Aber wir müssen die Kompetenz aufbauen, das so zu verstehen. Das ist halt nicht IT und die ganze Kombination davon und dann noch in Produktionsanlagen, ist ein hochkomplexes Zusammenspiel von Anlagen, Komponenten, Schaltkreisen, Relais, von Dienstleistern und von Verbindungen. Und man kann auch nicht einfach sagen, ja, dann nehmen wir kritische Infrastrukturen offline, dann haben wir kein Problem mehr. Wie machst du dein Telekommunikationsnetz offline? Wie machst du dein Online-Banking offline? Wie willst du denn das Stromnetz offline regulieren und steuern, damit 50 Hertz reinkommt, 50 Hertz rauskommt. Das funktioniert so nicht. Ja? Also wir brauchen diese Kompetenzen, wir brauchen das Know-how und wir müssen das in einem High-Level-Szenario beschreiben, was das Ziel ist. Und die dürfen bitte individuell dahin gehen. Aber sie müssen auch gehen und ankommen. Um es im Pandemiesprech mal zu versuchen, sind wir, was Cybersicherheit anbetrifft, immunologisch noch naiv? Ja, wir sind nicht nur naiv, wir sind auch inkompetent. Ne? Wenn wir uns teilweise die Militärs und Behörden angucken, wenn wir uns die Politikerinnen angucken, wenn wir uns anschauen, Revue passieren lassen, was teilweise Seehofer alles zum Besten gegeben hat. Mein Gott, gib mir einen Oktopus, die Hand reicht für den Facepalm nicht mehr aus. Ne? Das ist ja gruselig anzuhören und irgendwie alles in so einem schlechten Slapstick, aber die Realität ist, das ist deren Weltbild und die meinen das auch noch ernst. So. Und wir müssen dahin kommen, dass diese Aufklärung stattfindet und dann hört dieses Elend auch auf. Aber vorher wird das nichts. Du, da greift gleich die nächste Frage rein. Gibt es überhaupt Maßnahmen, die man sinnvoll zur Abwehr gegen einen gezielten Cyberangriff treffen könnte, die tatsächlich über das hinausgehen, was man nicht ohnehin zur Abwehr von Naturkatastrophen und großen Unfällen treffen könnte? Definitiv gibt es die, das müssen wir jetzt nicht hier in aller Ausprägung diskutieren, aber es ist nun mal so und ich verweise wieder auf die Bedrohung und Gefährdung. Ja. Ich schaue mir eine Bedrohung und eine Gefährdung an und dann muss ich überlegen, welche Maßnahmen ergreife ich. Es ist eine hohe Überlappung bei den ganzen Cybermaßnahmen, die wir da haben. Ja. Zur Abwehr von Naturkatastrophen ist ein Backup geil. Ich kann das wieder einspielen. Das ist genauso bei großen Unfällen sehr geil und es ist auch geil bei einem Ransomware-Angriff. Ja. Aber es ist halt nicht geil, wenn ich nur ein ranziges Backup vor einem Jahr gemacht habe und nicht mal die Wiederherstellung versucht habe und das Ding auch noch online vorhalte.
So. Also entweder habe ich eine vernünftige Maßnahme und ich habe sie vollständig durchdacht und alle Risiken und Nebenwirkungen rauskomplementiert, indem ich sie sauber umgesetzt habe. Oder ich habe halt eine schlechte Lösung. Eine schlechte Lösung ist halt leider schlecht. So, das ist keine Lösung. Wir haben zu viele schlechte Lösungen. Davon müssen wir weg. Und Maßnahmen gibt es, die müssen wir umsetzen. Die sind alle bekannt. Oder fehlt uns vielleicht auch ein bisschen Bewusstsein darüber, weißt du, der Witz, dass Leute weglachen, wie mein Wasserhahn kann man ja kaum hacken, aber eine Wasserversorgung sehr wohl. Kannst du da vielleicht vor dem Hintergrund so ein bisschen die Unterschiede zwischen kurzen, mittelfristigen und langfristigen Ausfällen kurz beleuchten? Ja, was wir beispielsweise in der Ukraine sehr viel gesehen haben, waren ja kurzfristige Ausfälle. Ja, da gab es Ausfälle, keine Ahnung, ein bisschen DDoS, ja, digitale Sitzblockade gegen eine Webseite, das interessiert Gassmann und Klempner, da entscheidet man keinen Krieg so. Aber gut, gab es, sagt Reise, China fällt um und nachher ist die Seite wieder erreichbar. Das ist kurzfristig. Wenn ein solcher Angriff auch gegen eine kritische Infrastruktur gefahren wird, kurzfristig, dann ist sie halt eine Weile nicht verfügbar, dann kann man das kompensieren. Da entstehen normalerweise nicht sofort Todesfälle. Wenn wir mittelfristige Angriffe haben, dann geht das schon eher in die Richtung, okay, es ist langanhaltender und es kann auch Stress produzieren bei bestimmten Szenarien, die aber immer noch meistens regional eingeschränkt sind oder zeitlich begrenzt sind oder sogar beides. Das heißt, kommt vielleicht mal eine Stunde kein Wasser aus dem Hahn oder braune Suppe, weil ist jetzt irgendwie sogar physisch beschädigt worden. Und, langfristiger oder langanhaltender Ausfall sieht ja so aus, dass wir beispielsweise den Blackout statt den Stromausfall haben. Ja, Stromausfall ist kurzfristig und regional eingeschränkt. Ein Blackout ist sehr langanhaltend und ist überregional, sprich eigentlich schon fast deutschlandweit. Und wenn wir einen Blackout haben, dann hast du ja eine Kaskadierung von Problemstellungen. Das erste ist ja, Strom ist weg. Und damit kannst du erstmal alles nicht mehr bedienen, was irgendwie mit Strom zu tun hat. Aber da hört es ja nicht auf. Mit Stromwegfall fällt irgendwann auch Wasserversorgung weg, denn die Wasserpumpen laufen nun mal mit Strom. Und die Dieselgeneratoren sind irgendwann auch leer gelaufen. Ach so, man kann ja Diesel nachtanken. Nee, warte mal, wie viele Tankstellen haben wir in Deutschland? 15.000. Wie viele haben Notstrom? Ungefähr 150. Ah, skaliert schlecht. Also wird es relativ schnell nach 1, 2, 3 Tagen, je nachdem, einen Dieselmangel geben. Und mit diesem Dieselmangel wird dann auch sowas wie eine Wasserpumpe nicht mehr laufen. Und dann haben wir einen Strom- und einen Wasserausfall. Und jetzt könnte man sagen, ja, dann kriegt man aber Strom wieder hin und dann schaltet man die Wasserpumpe wieder an und dann ist alles easy. Weit gefehlt. Wenn du eine bakterielle Verunreinigung von Wasser in der Rohrleitung hast, musst du das 2 Wochen durchspülen und dann kannst du wieder das Wasser verwenden. Das heißt, du hast mindestens einen Ausfall von 2 Wochen, wenn du wirklich schaffst, dass das Wasser verunreinigt ist. So. Und so gibt es, nimm Großbäckereien. Ja, Großbäckereien in der Ernährungsindustrie, da denkt man immer, ja, die backen die Brötchen und die holen wir dann morgens fertig aus der Kleinbäckerei. Ja gut, Schwamm drüber, interessiert keinen. Die Großbäckereien versorgen aber auch Krankenhäuser und Seniorenheime. Jetzt haben die keinen Strom und dann haben die ernsthafte Probleme mit ihrer Teig, also die haben ja Tonnen von Teig in den unterschiedlichen Werdegängen sozusagen da. Jetzt haben wir also dann ein Kühlungsproblem und der Teig geht kaputt. So, was machen wir dann? Wir werden Monate brauchen, diesen Teig in der Menge wieder anzusetzen, die Produktion hochzufahren und damit auch Krankenhäuser oder Senioren. Und diese Produktionszyklen und ja die so, Produktionskreisläufe. Genau, korrekt. Und die Komplexitäten. Ja, und das heißt, wenn man etwas stoppt, vor allem auch chemische Prozesse beispielsweise, ja, dann dauert das einfach echt lange, bis man wieder auf dem Niveau ist. Und das sind langanhaltende Ausfälle und die können tatsächlich schädlich sein. Ja, es gibt cyberphysische Angriffe, die einen physischen Schaden bewirken, wie bei Schutznet. Es gibt eigentlich nur Stuxnet, alle anderen haben immer versagt, zum Glück, ja, aber die haben es nicht hingekriegt, einen echten Angriff durchzudeklinieren, dass er langanhaltenden Ausfall produziert. Deswegen sage ich ja, die Cyberwar-Gedöns ist alles bla für bunte Folie. Tatsächlich fällt mir, du hattest gerade, ja. Okay, sag mal, über das Sprungbrett Hackback gedacht, fiel mir gerade noch die Frage zu, wie schützen sich denn andere Länder und Staaten? Könnten wir nicht
deren Resilienz, deren Abwehrmechanismen, ich will nicht sagen kopieren, aber davon lernen, wie schützen sich andere? Na, können wir definitiv. Und das BBK, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, ist beispielsweise intensiv im Austausch mit vielen Ländern. Und das THW genauso. Ja, im Katastrophenschutz ist das normal, dass man gegenseitig lernt und beibringt. Es gibt zum Beispiel, nehmen wir mal ein ganz anderes Thema, nehmen wir mal die Versorgung der Bevölkerung mit Ernährung im Kriegsfall, Stromausfall, also Blackout oder was auch immer. In Deutschland ist es so, dass wir die ganzen Lagerbestände eigentlich sehr intensiv abgebaut haben und kaum noch da haben. Und wir haben eben auch das Problem, dass die Eigenversorgung der Bevölkerung, naja, minimal ist. Ja. Fängt schon damit an zu fragen, nimm irgendeinen Nachbar, Nachbarin und sag, wo ist der nächste Notfall, Wasserentnahmebrunnen, wo wird so Wasser herkriegen, wenn bei dir im Haus kein Wasser mehr läuft? In Deutschland kann dir keiner die Antwort geben. Das ist wirklich absolute Ausnahme. Frag das in Griechenland oder Türkei. Die sagen dir, da hinten die Straße runter rechts, aber wenn du gutes Wasser haben willst, da oben am Berg, da ist in der dritten Ecke links, da ist ein super Brunnen, da ist ein richtig klares Bergwasser. Und die haben dann einfach immer 20 Liter Tanks da. So, das ist für die normal, weil die haben regelmäßige Ausfälle. In Deutschland ist das halt nicht. Und wenn du dann guckst, wir haben immer mehr diese Versorgung abgebaut. Ja? In anderen Ländern gibt es zum Beispiel das Konzept, dass man sagt, naja, wir mieten jetzt einfach mehr Lagerfläche bei den Discountern und bei den großen Unternehmen, die halt die Bevölkerung mit Supermärkten versorgen. Und die haben einfach deutlich mehr Lagerhaltung, als sie eigentlich machen würden. Und es zahlt einfach die Regierung. Und wenn dann aber ein Notfall ist, dann hat die Regierung Vorzugsrecht und kann auf dieses Lager zugreifen. Du hast also einen rollierenden Verbrauch. Ja, es kommt immer neue Ware rein, alte raus. Du hast keine Ware, die du dann als Ramsch entsorgen musst oder vernichten oder verschenken oder was auch immer. Konzepte sind alle da, müsste man nur machen. Aber Prävention ist nicht sexy, deswegen ist es nicht opportun. Und damit kannst du dann halt auch als Politikerin keinen Blumentopf gewinnen. Und natürlich sind bestimmt auch viele Redundanzen aufgelöst worden aus, ich vermute, Effizienzgründen. Wenn ich zum Beispiel an Voice over IP oder das ISDN-System denke, was beides gleichzeitig zu betreiben, sich nicht gelohnt hat aus Effizienz, aus Kostengründen. Das heißt, nicht nur auf zwischenmenschlicher Ebene, hattest du angesprochen, dass in anderen Ländern die Menschen noch mehr miteinander sprechen, dort wieder mehr miteinander helfen zu interagieren, sondern auch eben wieder Redundanzen mehr aufzubauen. Größere Lagerhalle hattest du erwähnt oder auch verschiedene parallel laufende Systeme. Denn ich glaube, das THW hat auch ein ganz anderes System als Polizei und Feuerwehr. Parallel, oder? Definitiv. Und also ich kann dir da nur zustimmen. Redundanz ist gut für die Redundanz. Also müssen wir nicht alles kapitalistisch bis zur maximalen Effizienzausnutzung hochskalieren, sondern vielleicht sagen, wir lassen einfach mal ganz bewusst und gezielt 10% oder 20% oder wie viel auch immer, das muss man dann immer je Sektor oder sogar Branche prüfen, an Redundanz übrig und müssen nicht Hochleistungssysteme bis zum letzten Euro tunen, weil diese Redundanz im Zweifelsfalle dann auch ein Teil von Resilienz ist, den wir dringend gebrauchen können in einem solchen Fall. Sie haben und nicht gebrauchen zu müssen, ist der beste Fall. Sie zu brauchen, aber nicht zu haben, ist eine ganz schlechte Idee. Und wir stehen im Moment eher an dieser zweiten Seite. Das werden natürlich ganz spannende politische Entwicklungsprozesse auch sein, weil offenbar hier, mindestens in diesem Bereich, der Markt eben nicht alles regelt. Und dann in der Politik da die entsprechenden Mechanismen zu etablieren, wie man Redundanz bewertet und ob es sich lohnt, in Anführungsstrichen, halt diese Redundanzen wieder aufzubauen. Ich glaube, das wird noch spannend. Du, eine letzte... Ja, aber immerhin eine Anmerkung dazu, immerhin haben wir eine neue Regierung, die zumindest bei sowas zuhört und auch interessiert ist, dass war ja Jahrzehnte nicht der Fall und ich habe Hoffnung. Kann eigentlich schlechter werden. Das ist doch mal so ein Zwischenstatement. Eine letzte Frage habe ich tatsächlich nämlich noch. Ich lese das mal so direkt vor. Glaubst du, dass sich die neue Version von Industroyer auch in D durchsetzen kann? Wird sie sich denn auch außerhalb der Ukraine verbreiten? Kannst du was mit dem Begriff Industroyer? Ja, worauf Industroyer war ein Angriff auf das ukrainische Stromnetz vor circa 6 Jahren oder so. Und Industroyer 2, der gerade aktuell die Runde macht,
wurde analysiert. Da war auch ein cyberphysischer Angriff auf die Stromversorgung in Ukraine abgezielt worden. Auch da hat man wieder versagt und es nicht hinbekommen, zum Glück. Ja, auch da wieder die Cyberwar-Folien-Junkies haben leider wieder schön Scam verbreitet, aber die Realität sieht nun mal so aus, dass ein langanhaltender Ausfall einfach hochkomplex ist und echt schwierig zu bewerkstelligen. Ich glaube, die neue Version hat, also die ist ja jetzt eigentlich schon durch. Ja, man hat sie analysiert, man hat festgestellt, da war ein Angriff. Man kann natürlich Teile dessen und das Reverse Engineering davon missbrauchen und gegen deutsche Systeme nutzen. Klarer Fall. Das werden sich jetzt alle Geheimdienste und militärischen Geheimdienste anschauen und werden sagen, oh super, jetzt können wir noch mehr den digitalen Waffenschrank füllen und noch mehr Ahnung aufbauen. Und das geht natürlich ein bisschen in eine schlechte Richtung, aber das ist leider, was wir ja auch seit Snowden gelernt haben. Ne? Die ganze Welt war geschockt und danach haben alle gesagt, geil, will ich auch können. Statt zu sagen, seid ihr alle wahnsinnig, macht das weg. Ja? So reagiert die Politik auf sowas. Also insofern gehe ich davon aus, dass Destroyer 2 und alle anderen kommenden Schadsoftwaren, die cyberphysische Vorfälle bewirken wollen, natürlich auch irgendwann gegen Deutschland eingesetzt werden. Und sich auch außerhalb der Ukraine verbreiten. Wir haben ja schon mit NotPetya ja gesehen, dass der Angriff gezielt gegen Ukraine war, aber sich leider ganz schön krass auf der Welt verbreitet hat. Ist halt ein bisschen ausgeartet. Ne? Kann mal passieren, wenn man halt scheiß viel Kollateralschaden verursacht, aber eben diese Risikolage nicht vorher bestimmen kann. Das ist ja das, was ich Tag ein, Tag aus versuche zu erklären. Man sieht nur diesen Teil vom Risiko und dieses ganze Ding kann man gar nicht bewerten und dann erzählen immer, ey, wir haben mit Hackback und Offensiv voll alles unter Kontrolle und können super alles wegcybern. Völliger Humbug. Und vielleicht noch eine letzte Anmerkung zu, Destroyer und dergleichen werden irgendwann auch in Deutschland kommen. Wir werden es gar nicht aufhalten können. Wir hätten natürlich die Möglichkeit, ein ganz zufällig von der AG Kritis konzipiertes Cyberhilfswerk ins Leben zu rufen, um zu sagen, naja, when the shit did hit the fan, und es ist ja nicht die Frage, ob, sondern wann das passiert, und ich garantiere, das wird passieren. Sind wenn wir die Scheiße den Ventilator trifft, ja. Genau. Mhm. Dann sind wir aber auch wieder vorbereitet und sagen, okay, wir haben Cyberhilfswerk, wir haben technisches Hilfswerk, wir haben die Hilfsorganisation, wir haben die Freiwillige Feuerwehr und wir haben alles Mögliche und können einfach gemeinsam, koordiniert eine cyberphysische Attacke, die auch wirklich zu einem langanhaltenden Ausfall geführt hat, wieder eindämmen. Und wenn das mit einer Explosion oder was auch immer kombiniert war, weil natürlich du auch durch einen cyberphysischen Angriff eine Explosion bewirken kannst, ja, dann muss vielleicht sogar ein Cyberhilfswerk gemeinsam mit dem THW in diese Lage reinfahren und die Krise managen und steuern und mit unterstützen und wieder sozusagen vor die Lage zu kommen und das Ganze abzuschließen. Ja. Brauchen wir deswegen vielleicht, weißt du, nach den Kategorien ABC-Waffen, also Atombomben, biologische Waffen und chemische Waffen, eine neue Kategorie wie D, wie digital, und besteht sozusagen da die Gefahr, dass, wenn wir das erstmal rausgelassen haben, wie biologischen Waffen, dass sich die dann in der Natur verbreiten, dass wenn wir erstmal solche digitalen in Science Fiction gab es die berühmten Naniden, die der Data nur noch mit Schwierigkeiten wieder eingefangen hatte. Besteht die Gefahr, dass sich quasi, oder ist das tatsächlich real, dass sich solche Mechanismen längst eingenistet haben als kleine schlafende Parasiten, die natürlich dann wach gekitzelt werden? Dass sich sowas. Ja, das eher nicht, glaube ich. Science Fiction Autoren aufgepasst. Noch nicht, ja, das wird noch kommen. Aber was es schon gibt, ist, man muss ernsthaft die Frage stellen, ob man ein digitale Waffen definiert und dann auch einen so einen Digitalwaffensperrvertrag vielleicht mal angeht. Und ob das jetzt digitale Waffen sind im Waffensinne oder nicht, sie können zumindest Schaden bewirken und zurückgehaltene Sicherheitslücken sind ja eine Vorbereitung davon. Die Amerikaner haben ihren Digitalwaffenschrank extrem gefüllt, ist ja immer abgegriffen worden, daraus ist ja Eternal Blue abgegriffen worden und dann beim CIA. Und dadurch ja noch NotPetya entstanden erst als Schadsoftware. Insofern hat man ja den digitalen Waffenschrank der CIA leergeräumt. Also, und wenn die es nicht absichern können, ja, dann, ich meine, wer bleibt denn dann übrig? Wer schafft es denn dann? Die haben ja ein echt großes Budget und haben es nicht auf die Kette gekriegt. Insofern sollten wir uns dringend Gedanken machen, bin ich wieder bei Cyberpeace und Percepticon,
dass wir einen digitalen, ja, eine Rüstungskontrolle, Digitalwaffensperrvertrag, irgendwas in der Richtung brauchen. Und wir müssen da mehr Forschung reinpacken, um zu sagen, was ist denn die richtige Antwort? Stand heute könnte ich die auch nicht geben, genauso wie alle Expertinnen das nicht geben können, weil es einfach noch, wir sind ungefähr am ersten Schritt. Damals, wo bei Atomwaffen, als man gesagt hat, die wollen wir eigentlich auch sperren und ächten und regulieren, haben alle gesagt, ihr seid ja bekloppt, das funktioniert ja nie. Aber wir haben sie jetzt reguliert. Wir haben sogar die großen Mächte, selbst diesen verrückten Kerl dazu gebracht, dass er abgebaut hat. Er hat immer noch zu viel. Ja, okay, aber zumindest nicht viel zu viel, zu viel, zu viel. Und das ist doch schon mal ein Anfang. Das war eine gute Entwicklung. Da müssen wir bei digitalen Waffen auch noch hin. Das ist noch ein langer Weg. Ein starkes Statement, aber die Forderung nach einer Abrüstung für digitale Waffen. Lieber Honkhase, habe sehr, sehr herzlichen Dank für diesen erschreckend faszinierenden, spannenden Talk, für die Bereitschaft, dass du aus Ägypten die Question and Answer mitgemacht hast. Wir hören im Hintergrund so ein bisschen, dass dein Urlaub weiter nach dir fragt. Und ich möchte an dieser Stelle sozusagen schließen mit einem kurzen, aber herzlichen und heftigen Dankeschön an alle Engel im Hintergrund, die auch dieses Event wieder möglich gemacht haben.